Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Frauen wie wir. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich wünsche uns allen, dass wir durch diese Sendung ermutigt werden, wirklich zielgerichtet zu leben. Und so lautet unser Thema heute auch Gottes Reich sehen, himmelwärts leben. Und meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Christel Ginter aus Nordmenno. Herzlich willkommen, Christel, hier bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, uns heute etwas aus deinen Erfahrungen mit Gott zu erzählen. Könntest du dich einmal zu Beginn selbst vorstellen? Ja, ich bin Christel Töste Ginter, verheiratet mit Hölp Ginter. Gemeinsam haben wir zwei Kinder, einen 12-jährigen Sohn Daniel und eine 8-jährige Tochter Ruth. Und wir kommen aus der Kolonie Menno. Sehr gut. Wir wollen heute uns über Sinn und Ziel deiner Lieder unterhalten, die du eben selbst schreibst und auch singst. Wie du mir schon im Vorfeld erzählt hast, hast du schon als kleines Mädchen Lieder im Kopf gedichtet, erfunden. Und mit etwa 8 oder 9 Jahren hast du wohl so dein erstes Lied aufgeschrieben. Weißt du, bei welchen Gelegenheiten dir diese Lieder so in den Sinn kamen oder worum es in diesen Liedern ging? Ja, ich kann mich noch erinnern, meine Eltern waren in der Gideons-Gruppe, wo immer Testamente verteilt wurden. Und da lautete der Titel von einem Heft, That the World May Know, dass die Welt es erfahren möge. Und auf diesem Text hat mein Vater damals eine Botschaft basiert und das ist mir so sitzen geblieben. Weiß ich noch, dass wir im Auto gefahren sind und ich habe zu den Sternen geguckt und habe mir so gedacht, wow, der Gott, der diese Sterne schafft, der sieht mich. Und ich möchte einfach, dass alle Menschen das erfahren, dass Gott sie lieb hat. Ja? Und dann entstand das Lied, That the World May Know, dass die Welt erfahren möge, wie lieb Gott sie hat. Ja. Und da warst du noch ein Kind. War ich 8 oder 9 Jahre alt, ich kann mich nicht genau erinnern. Ja. Hast du den Text noch von dem Lied? Oder? Ja, habe ich noch. Ja? Möchte ich irgendwann mit meiner Tochter zusammen aufnehmen. Oh, wow. Ja, und dann hast du im Laufe der Zeit immer wieder Lieder geschrieben, aber gezielter machtest du es erst, als du vor 12 Jahren Mama wurdest. Was waren da die Themen, die dich bewegt oder die dich inspiriert haben, Lieder zu schreiben? Na, also, wenn man Mama wird, kommt man immer wieder an seine Grenzen. Und dann habe ich mich einfach immer mehr an den gewandt, der keine Grenzen kennt, also der grenzenlos ist, ja, und das hat mich auch, diese Nähe zu Gott hat mich inspiriert, Lieder zu schreiben, ja, aber auch Trauer, Freude, Dank, Frustration, eigene Situationen, die ich durchmachte, aber auch die Freunde oder Bekannte durchmachten, haben mich inspiriert, Lieder zu schreiben. Die Lieder waren einfach ein Ausdruck von dem, was du fühltest oder kämpftest oder auch so eine Art Gebet wahrscheinlich, ja? Ja, genau. Mhm. Was ich in Worte nicht fassen konnte, das kam in einem Lied raus. Ja, ja. Und in den letzten 4 Jahren hast du dann auch angefangen, Lieder auf deinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Wie kam es dazu? Von wem oder von wo kam der Anstoß dazu, eben diese Lieder auch so zu veröffentlichen? Also ich war in dem Moment gerade in dem Prozess, ein Weiterstudium zu machen. Und bereitete mich darauf vor und dann wurde ich unerwartet schwanger, ja. Und also meine Welt zerbrach da, aber ich habe zu Gott gesagt, du hast dieses Kind gewollt und wir möchten es segnen, wir möchten es als dein Geschenk und deine Führung ansehen, aber schenk mir einen neuen Traum, ja. Für mich war dieses Studium, das vor mir lag, also das war meiner Meinung nach Gottes Berufung für mich und auch mein Traum, ja. Und ich habe Gott einfach um einen neuen Traum gebeten und die Musik, die schlief in dem Moment in mir, ja. Ich hatte schon eine Weile nicht Musik gemacht und da fing ich gerade an, als ich Mama war, wieder an Lieder zu schreiben und irgendwann ist ein Bekannter zu mir gekommen, er hat mich angerufen und hat gesagt, Christel, ich glaube, es ist Zeit, dass du deine Lieder mal rausbringst für die Welt, also dass die auch noch für andere ein Segen sind, ja. Und da habe ich das einfach als Berufung gesehen. Ich hatte den Tag vorher gebetet, Gott schenkt mir einen neuen Traum und am nächsten Tag bekam ich diesen Anruf, ja, und habe es dann angepackt, ja. Hast du es dann so als eine Führung oder eine Antwort von Gott gesehen, dass du das jetzt machst oder so? Genau. Könntest du uns vielleicht einmal die Entstehungsgeschichte eines deiner Lieder erzählen? Was inspiriert dich zum Beispiel ganz konkret, ein Lied zu schreiben? Also wir haben allgemein schon ein bisschen davon gesprochen, aber wenn du uns jetzt mal von einem Lied erzählst, wie genau ist das Lied entstanden? Was hat dich inspiriert? Was war die Hintergrundgeschichte dazu? Also das letzte Lied, das ich in meinem YouTube-Kanal publiziert habe, das heißt Licht.
Und ich war in dem Moment in einer sehr tiefen Depression, das war während der Quarantäne. Und da hat meine Schwester zu mir, hat mir einen Tipp gegeben, ja? Warum ziehst du dich nicht einfach mal zurück von allem und fängst einfach mal an, Gott zu danken? Schließ die Augen, schaltest Anbetungsmusik ein oder auch nicht, einfach nur die Stille oder die Natur. Und fängst Gott an zu danken. Dachte mir, ah, wie halte ich das hier aus? Ne? Dann habe ich mit 5 Minuten habe ich mir vorgenommen. So habe ich angefangen. Ja? Ein paar Minuten am Tag. Ja, oder so. Und ja, am Ende wurden das 10, 15. Irgendwann hört man gar nicht mehr auf. Ne? Mhm. Und wie dieses, also ich habe einfach durch Gottes Wort diese Gedankengebäude, die ich mir selber aufgebaut hatte, oder auch durch durch Einfluss der Medien und so weiter. Die konnte ich mit Gottes Wort abbauen, aktiv, ja, und aus dieser traurigen Phase oder dieser Depression rauskommen, ja. Und in Epheser 5,20 sagt er es, sagt Dank alle Zeit für alles. Und 1. Thessalonicher 5,18 auch, das ist Gottes Wille, dass wir ihn danken. Also Gott weiß, wie gut es uns tut, wenn wir dankbar sind und nicht im Selbstmitleid baden, wie schlecht es uns geht, ja. Und dass wir wirklich aktiv sein können, um aus solchen schweren Situationen rauszukommen, ja. Und ja, das habe ich einfach auch die Waffenrüstung Gottes da einfach jeden Tag angezogen und einfach als Ritual gesehen, das ich regelmäßig machte. Ich zog mich einfach zurück. Oft habe ich meine Gitarre mitgenommen und einfach gedankt, ja. Ja. Gott um nichts gebeten, nur gedankt. Kannst du vielleicht ganz kurz etwas von dem Text dieses Liedes Licht sagen? Also ungefähr was der Text ausspricht? Also ich schalt die Welt mal aus, nur für einen Moment. Ja, ich hatte einfach auch eine Fastenzeit von all den Medien in der Zeit. Ich habe mir die Nachrichten in der Zeit nicht angesehen und genieß die Ruhe, die kommt, wenn ich in deiner Gegenwart bin. Und das bringt Licht in mein Leben. Und dadurch kann ich auch Licht in die Welt bringen, ja. Wow, das ist auch für uns immer wieder eine Ermutigung, ja, wenn wir das Gefühl haben, vielleicht, dass so viel auf uns einstürmt, dass wir mal, ja, ganz bewusst diese Ruhe auch suchen und vielleicht einfach manches abschalten, gar nicht mehr anschauen und uns wirklich für Gott Zeit nehmen. Genau. Ja, du bist ja von Beruf Krankenschwester und gar nicht Musikerin, also das ist jetzt gar nicht dein Beruf. Trotzdem schreibst und singst und veröffentlichst du eigene Lieder. Warum eigentlich? Was macht das mit dir? Was ist dein Ziel so im Allgemeinen damit? Du hast jetzt schon allerhand erzählt, aber so im Allgemeinen, warum machst du das, obwohl du ja eigentlich in einem anderen Bereich berufsmäßig tätig bist? Also ich sehe es als eine gottgeschenkte Gabe, um Menschen zu ermutigen. Ich sage immer, die Musik ist mein Missionsfeld, ja. Weil Jesus sagt ja auch, man zündet nicht ein Licht an, um es unter die Decke oder unterm Bett zu stecken, ja. Dies ist die Gabe, die du bekommen hast, um für andere da zu sein, um andere zu ermutigen, ja. Und so sehe ich das auch, ja. Ja, ja. Und gerade weil andere ihre Situationen mich inspirieren, Lieder zu schreiben oder auch eigene Situationen, meine Lieder sind echt, ja. Also das ist das, was ich erlebe mit Gott. Das ist das, was andere erleben mit Gott und dass ich das einfach mitteile, ja. Ja, ja. Welches sind für dich jetzt so besondere Herausforderungen beim Schreiben der Lieder? Wenn du jetzt an einem Lied arbeitest oder wenn es entsteht, was ist besonders herausfordernd? Also wenn ich ein Lied schreibe, denke ich nicht an Herausforderungen. Okay. Das ist einfach, das macht mir Spaß. Ich ziehe mich zurück in meiner stillen Zeit mit Gott. Das ist einfach, oft fließt das Lied einfach aus mir heraus, wenn ich darüber bete, wenn ich eine bestimmte Situation durchmache. Aber doch eine Herausforderung für mich ist, dass ich mich mit anderen vergleiche. Mhm. Ja, also mit ihrem Erfolg oder auch... Ist das gut genug im Vergleich zu anderen Liedern? Ja, genau. Ich habe nie Musik studiert. Mir fällt das Notenlesen schwer. Ja. So, da ertappe ich mich oft, wie ich mich mit anderen vergleiche. Aber auch die Unkosten, ja. Oft habe ich ein schlechtes Gewissen, dass das alles so viel kostet. Wenn du das zum Beispiel produzierst jetzt. Ja, oder genau. So. Genau, ja. Und da hat mein Mann mir aber ganz klar gesagt, so, wir wollen wir das nicht sehen. Eine Person dadurch ermutigt wird oder zu Jesus findet, dann hat sich das alles gelohnt, ja. Ja, ja. Das ist wunderbar, dass du diese Unterstützung auch hast von deinem Mann, ja, dass das euer gemeinsames Projekt in dem Sinn auch ist.
Und welchen besonderen Segen erlebst du nun, wenn du jetzt entweder die Lieder schreibst oder auch produzierst, veröffentlichst, was immer? Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, dein Lied hat mich so ermutigt. Mhm. Oder vor einer Weile kam eine Frau zu mir und hat einfach gesagt, hast du das Lied nur für mich geschrieben? Also das hat wirklich etwas in mir bewirkt. Ja. Da sind Mauern durchbrochen. Ich konnte Heilung erfahren. Ich habe wieder eine Beziehung zu Jesus. Und ja, das tut gut, ja. Die Frucht, die das eigentlich dann bewirkt, ja, die man jetzt schon sieht oder so. Obwohl ja bestimmt noch viel Frucht entsteht, die man gar nicht sehen wird oder die du vielleicht in der Ewigkeit erst siehst. Ganz bestimmt. Ja. Und im April dieses Jahres hattest du dann auch dein erstes Konzert, dein eigenes Konzert gegeben. Mhm. Wie kam es dazu? Wie hast du das erlebt? Kannst du uns davon ganz kurz erzählen? Also ich stehe grundsätzlich nicht gerne auf der Bühne. Ich habe kein Problem zu unterrichten oder in der Kirche mal die Musik anzuleiten. Aber alleine auf der Bühne, das ist nicht so mein Ding. Mhm. So, ich habe es einfach als Gehorsamschritt Gott gegenüber gemacht, ja. Und ich habe mich lange davor gedrückt, aber jetzt wurde dieses Gefühl einfach immer stärker, das ist jetzt mal dran. Ja? Mhm. Und, ich habe dir diese Gabe geschenkt, mach etwas draus. Ja? Ja, ja. Und ja, dann kam es zu dem Konzert und ich habe es aber auch als Gelegenheit ausgenutzt, um unser Kinderheim auf Kilometer 160, Solideo Gloria, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass vor der Tür auch genug Not ist, wo man helfen kann. Ja. Und für mich ist es so schön, mit der Gitarre alleine nur mit Jesus irgendwo so zu sein. Ja, das ist für mich das Schönste. Ja? Ja. So, aber mal mich zu stellen und auf der Bühne raufzugehen, das hat mich gekostet, aber ich habe es als Gehorsamschritt Gott gegenüber gemacht. Du hast Gottes Segen dabei erlebt. Ja. Ja. Aber ja, ja, das war ein sehr herausfordernder Tag, ja. Ja, ja. Regen, also wir mussten alles den Ort wechseln. Ja, ja. Und alles umorganisieren sozusagen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Aber am Ende hat es alles geklappt. Ja, ja. Ja, es ist immer schwierig, auch vor Menschen. Man hat das Gefühl, man gibt sich so preis mit seinen Gefühlen, mit allem, ja, auch mit seinen Schwächen. Aber das ist oft ja gerade das, was andere Menschen anspricht, wenn sie dich auch nicht nur als eine starke, überlegene Person sehen, sondern als einen Menschen, der auch schwach ist, der echt ist, ja. Ja, der überhaupt nicht perfekt ist. Ja, genau. Ja, unter unseren Zuschauerinnen sind jetzt bestimmt viele Frauen, die vielleicht auch Musik machen oder die sich dafür interessieren. Aber ich kann mir vorstellen, da sind auch Frauen, die haben vielleicht mit Musik gar nichts am Hut. Die sagen also, ich habe ganz andere Interessen oder möglicherweise andere Begabungen. Wie können wir als Frauen jeweils in dem Bereich, wo wir leben, wo wir arbeiten, Gottes Reich bauen oder Gottes Samen für sein Reich aussehen? Es ist ja nicht nur Musik, es gibt ja viele andere Bereiche. Was siehst du da für Möglichkeiten? Also ich denke einfach, dass jede Frau da ihre Einzigartigkeit vor Gott entdeckt, ne? Ihre Identität in Jesus findet. Denn wenn wir uns mit den anderen vergleichen, das zieht uns runter. Mhm. Ja? Und das gibt nur jede Person einmal. Gott hätte nicht jeden Einzelnen geschaffen, wenn er nicht etwas ganz Besonderes mit jeder Person vorhat, ja. Und bei dem einen ist das vielleicht die Arbeit mit Kindern oder das Backen oder in der Medizin, auf dem Feld, wo immer deine Berufung liegt, da kann man ein Segen sein, da kann man ein Licht sein, da kann man authentisch sein. Ja. Und wichtig ist, dass wir das aus Liebe machen, Liebe tun, nicht aus Druck, nicht aus dieser Falle des Vergleichens, dass wir versuchen, mit anderen da gleich zu kommen. Mhm. Einfach, dass wir aus Liebe unserem Schöpfer gegenüber, aus Liebe unserem Nächsten gegenüber diese Einzigartigkeit finden, diese Berufung finden und sie authentisch ausleben. Ja, ja. Genau. Und das ist, wie du sagst, ist für jeden einzigartig und jeder Bereich ist dazu geeignet. Das kann auch die Küche sein, das kann auch die Estancia sein oder das Feld oder der Gemüsegarten. Ja, es hängt einfach von unserer Einstellung ab und dass wir dass Gottes Liebe in uns ist, dass wir diesen Samen von Gottes Liebe aussehen. So ist das. Das ist der Raum für alle. Ja, genau. Und wenn wir jetzt auch an unser Thema denken, himmelwärts leben, eben auch an den Himmel denken, an die Ewigkeit, wie können wir uns schon hier auf den Himmel freuen oder wie können wir uns konkret
auf den Himmel oder auf die Ewigkeit vorbereiten oder auch ewigkeitsbewusst leben, sagen wir manchmal, ja? Na, einfach in dem Wissen, wir leben nicht für uns. Wir wurden von Gott geschaffen, für Gott geschaffen. Und ich glaube, das nimmt einen enormen Druck von uns. Also, dass wir einfach einen liebenden Vater haben, der zugleich unser Schöpfer ist, der seinen einzigen Sohn schickte, um uns zu retten, der so ein großes Opfer gab, weil er uns so lieb hat, und dass wir für diesen Gott geschaffen wurden. Wir wurden geschaffen, um ihn anzubeten. Er wollte, dass du hier bist. Er wollte, dass ich hier war. Und dass wir einfach genau mit der Gabe, die wir haben, dass wir Himmelreich streuen können, Gottes Reich hier bauen können, ja, indem wir mit Liebe einfach das tun, was wir tun, ja. Ja, und noch zum Schluss, welche Botschaft liegt dir noch so auf dem Herzen, die du vielleicht gerne noch den Zuschauerinnen mitteilen möchtest, die wir jetzt noch nicht so ganz genau, so konkret angesprochen haben? Okay. Also wir sind Botschafter Christi auf dieser Welt, ja, und er will uns verändern. Er will uns zum Guten verändern, an jeden Einzelnen von uns. Und mir kommt manchmal so vor, diese Veränderung, die wird nie aufhören bei mir. Also, dass wir einfach danach streben, ihm immer ähnlicher zu werden, ja. Und das passiert nicht von heute auf morgen, ja. Ich glaube, bis ans Lebensende, ja. Und aber das Leben mit Jesus ist schön. So viel schöner als ohne ihn, ja. Und wenn es schwere Zeiten gibt, er ist da. Wenn es gute Zeiten gibt, er ist da. Und ja. Und ich möchte einen Vers mitgeben, den ich in Sprüche las, Sprüche 11, Vers 11. Durch die Rechtschaffenen, also durch uns, kommt Segen über die Stadt und baut sie auf. Also, dass wir es nicht selbstverständlich nehmen, was wir machen. Also, was wir machen, wenn wir es mit Liebe machen, dann passiert ein Segen, von dem wir oft vielleicht nie erfahren werden. Ja, ein freundliches Wort da, ein Lächeln hier, ein Gebäck da, ein Blumenstrauß. Das macht oft den großen Unterschied. Ja, wir brauchen nicht Weltveränderer sein. Ja, das ist Jesus. Ja, das für die Veränderung bewirkt er. Ja, und er ist der Retter. Also wir werden nicht alle retten, sondern er ist der Retter und wir dürfen auf ihn hinweisen. So ist das. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christel, dass du uns so ehrlich mitgeteilt hast, was dir so auf dem Herzen liegt, dass du uns hast so ein bisschen in dein Herz schauen lassen. Und wir wünschen dir Gottes Segen und Führung auch beim Schreiben oder beim Veröffentlichen weiterer Lieder und dass die einfach sehr viel Segen auch weiterhin bewirken. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen, ich wünsche uns allen, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes in Liebe Gottes Samen sehen, Gottes Reich bauen, dass wir ewigkeitsbewusst, zielbewusst, himmelwärts leben könnten. Gott segne Sie. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Das war einmal wieder Frauen wie wir, glauben und leben. Ich schalte die Welt mal aus, nur für einen Moment. Genieß die Ruhe, die kommt in deiner Gegenwart. Dein Geist flüstert mir zu, wie sehr du mich liebst. Süßer wie Honig ist sie, die Angst muss fliehen, wenn ich dich such. Identität, meine Bestimmung, Friede, der belebt, nur in dir. Und nur du schenkst Frieden, der da bleibt. Alles, was ich brauche, hältst du für mich bereit. Da ist uns keiner kommt dir gleich. Du bist allmächtig, ein Raum in Ewigkeit. In dieser finsteren Welt bist du mein Licht, mein Heil. Die Welt kann mir nichts bieten, sie verdreht die Wahrheit.
bleibt keine Zeit.